Servus, grüßt euch. Heute ist großer Waschtag bei mir. Zunächst einmal, früher habe ich mit Ätznatron gearbeitet, mittlerweile arbeite ich mit reinem Soda. Das hat den Vorteil, ich kann es in heißes Wasser einrühren und es ist lange nicht so ätzend wie das Natron. Zum anderen gab es noch Verbesserungsvorschläge zur Schmelzkiste hier. Ein paar von euch ist aufgefallen, dass sich der Deckel gewölbt hat. Das ist aber nur, solange die Kiste kalt ist. Sobald der Dampf reinkommt, setzt sich der Deckel satt auf die Auflage. Das zeige ich euch jetzt gleich, diesmal ohne Ziegelstein. Und dann habe ich noch ein paar Meldungen erreicht, das Wachs würde nicht richtig ablaufen. Da müsste man noch nachbessern. Ich lege jetzt einfach mal zwei Leisten unten rein, damit die Rähmchen auf den Leisten aufliegen und das Wachs dann besser ablaufen kann. Und wie es funktioniert, bin ich selber gespannt. Euch viel Spaß beim Zuschauen. Zunächst einmal rühre ich jetzt das Soda-Zeug hier rein. Löst sich natürlich viel besser auf, weil es in heißes Wasser eingerührt wird. Auch wenn das Waschsoda jetzt nicht ätzend ist, arbeite ich trotzdem mit Handschuhen und einer Schutzbrille, weil ich keine Lust habe, dass mir das Zeug in die Augen spritzt. Gut. Das reicht schon. So, da kommen jetzt ausgeschmolzene Rähmchen rein. Da passen immer 5 Stück rein. Muss ich das ein bisschen drin lassen, dass es warm wird. In der Zwischenzeit befülle ich schon mal den Dampfer. So, und während die Hitze jetzt da drin ansteigt, setzt sich auch langsam der Deckel. Also kaum noch eine Wölbung da, und es tritt auch kein Dampf aus. Während der hier jetzt vor sich hin blubbert und das Wachs ausschmilzt, kümmere ich mich darum, dass ein paar Rähmchen geputzt werden. Ich hole mir dann immer den untersten raus und bürstel den einfach vom Propolis und vom Wachs frei. Das ist übrigens eine Naturhaarbürste. Kunststoff hat sich gezeigt, der verbiegt sich nur und ist also nicht geeignet. Ja, kauft euch eine Naturhaarbürste, die kostet auch nicht mehr wie eine Kunststoffbürste. Gut, jetzt müssen die noch abgespült werden. Hier habe ich eine Wanne bereitgestellt mit klarem Wasser. Da kommen die jetzt einfach rein. Zum Abtropfen holen wir sie hier ein. Und hier nochmal der Deckel. Seht ihr, der hat sich jetzt schön gesetzt. Es tritt kein Dampf aus. Und hier unten, da blubbert es noch ordentlich. Das dauert noch eine Weile. In der Zwischenzeit kann ich noch jede Menge Rähmchen putzen. So, jetzt ist mein Wasser so gut wie verdampft. Jetzt können wir da mal reinschauen.
Also das Wachs ist weg. Da ist nur noch der Dresdner da. So sieht es jetzt da drin aus. Also das hat ganz gut funktioniert. Jetzt noch der Blick unten rein. Also da passt jetzt locker noch eine zweite und eine dritte Lage rein. Überhaupt kein Thema. So, hier blubbert jetzt der Dampfschmelzer weiter. Ich habe noch ein paar Rähmchen zum Saubermachen. Und euch sehe ich beim nächsten Mal. Macht es gut. Pfiat euch.